Und ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 9, das ist die dritte Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der AfD. Gesetz über standortspezifische Beschuldungsformen im Pandemiezustand 205693 zu 5394 zu 205272. Berichterstattung übernimmt der Kollege Scholz. Fraktion der AfD. Sie reden dann auch gleich weiter, Herr Scholz, gerne. Bitte schön, Sie haben das Wort. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, ich darf den Bericht des Ausschusses nennen. Der Kulturpolitische Ausschuss des Hessischen Landtages empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf schulzentrierte Beschulungsform für Hessen im Pandemiezustand, Drucksache 204960, leider auch in dritter Lesung abzulehnen. Das Abstimmungsergebnis war zu erwarten: CDU, Bündnis 90, die Grünen, SPD, Freie Demokraten, die Linke gegen die AfD. Herzlichen Dank. Herr Kollege Rudolph, ich ahne, was Sie sagen möchten. Bitte schön. Ja, Herr Präsident, ob dem Berichterstatter das leid tut oder nicht, interessiert uns nicht. Auf solche Dinge können wir bitte verzichten. Der Hinweis ist richtig, Herr Kollege Scholz. Ich glaube, Sie haben es auch selbst gemerkt. Ich hätte Sie auch darauf hingewiesen, bitte die Berichterstattung neutral und ohne jegliche Wertung vortragen. Aber das haben Sie selbst gemerkt. Sie haben jetzt das Wort, Herr Kollege. Herr Präsident, verehrte Damen und Herren, Schulschließungen, wie wir sie seit über einem Jahr hinnehmen müssen, sind an Verantwortungslosigkeit wohl kaum zu überbieten. Kinder und Jugendliche werden dadurch zu Hause kaserniert und ihrer Bildungsmöglichkeiten sowie sozialen Kontakte beraubt. Die Folgen des Politikversagens der Landesregierung, ihre Beratungsresistenz gegenüber den Empfehlungen hochrangiger Wissenschaftler, Ärzte und Psychologen, ihre Gleichgültigkeit gegenüber den Sorgen und Ängsten vieler Eltern sowie Lehrer und ihre Ablehnung sämtlicher parlamentarischer Initiativen der AfD-Fraktion werden verheerend sein. Welche Argumente haben Sie denn gegen unseren Gesetzentwurf ins Feld geführt? Für die FDP ist bereits der Titel unseres Antrages zu sperrig. Was an dem Ausdruck standortspezifische Beschulungsformen im Pandemiezustand für Sie unverständlich ist, hat sich uns bereits nicht erschlossen. Herr Kollege Promny verknüpft mit den schulspezifischen Maßnahmen das Problem, wonach Geschwister, die innerhalb einer Stadt unterschiedliche Schulen besuchen, verschiedenen Beschulungsformen unterliegen können, was nicht praktikabel sei. Verkehrte Welt. Anfang dieses Jahres hatte die FDP mit ihrem gescheiterten Gesetzentwurf der Drucksache 204898 doch genau dies gefordert. Hierzu die Frankfurter Rundschau vom 26. Januar über ein Interview mit Herrn René Rock, Zitat: Die Schließung, teilweise Öffnung oder Öffnung von Schulen wollen die Freien Demokraten künftig von den Fallzahlen an den Schulen selbst ausrichten. Die Inzidenzwerte für ganze Städte und Landkreise seien zu wenig differenziert. Hohe Fallzahlen in Alten- und Pflegeheimen würden die örtlichen Inzidenzzahlen stark beeinflussen. Daher sollten die Inzidenzwerte der Schulen in der jeweiligen Stadt oder dem Landkreis herangezogen werden. Zitat Ende. Die AfD-Fraktion hielt diesen Ansatz damals wirklich für zielführend und richtig. Seine FDP-Umsetzung scheiterte jedoch genau daran, dass der zentrale Begriff Schwellenwert in ihrem Gesetzentwurf unbestimmt geblieben war. Unser Gesetzentwurf schließt nämlich genau diese Lücke. Eine erhöhte Präzision, meine Damen und Herren, ist nun einmal mit einer höheren Anstrengung seitens der Leser verbunden. Und dazu stehen wir weiterhin uneingeschränkt. Der Hessische Landesschülersprecher im Übrigen konstatierte in der Anhörung zu Ihrem Gesetzentwurf, dass es eines rechtlichen Rahmens bedürfe, um auf dynamische Entwicklungen vor Ort zeitnah reagieren zu können. Ich zitiere auch hier: Eine Idee hierzu wären verschiedenste Konzepte für die Schulen, aus denen diese dann ihre optimale Kombination zusammenstellen können und nur noch Anpassungen vornehmen müssen. Zitat Ende. Ist das deutlich genug für Sie? Sie, liebe FDP, haben die zielführenden Hinweise der angehörten Experten nicht genutzt,
um Ihren Gesetzentrag inhaltlich angemessen zu gestalten. Ihre Kritik, wir hätten uns einer Anhörung verschlossen, ist daher gänzlich haltlos. Ganz im Gegenteil. Wir hören sehr genau hin, wenn sich renommierte Wissenschaftler und Ärzte zu Wort melden. Die Professoren Heudorf und Gottschalk, Mitglieder der Landesärztekammer, finden in der aktuellen Ausgabe des Hessischen Ärzteblattes sehr deutliche Worte zu den Schulschließungen und verpflichtenden Schnelltests. Eine Einschränkung des Präsenzunterrichtes sei, ich zitiere, zwar angesichts des neuen § 28 Infektionsschutzgesetz rechtlich legal, jedoch weder legitim noch geeignet, erforderlich und angemessen, Infektionen bei Kindern oder deren Kontaktpersonen zu verhüten. Zitat Ende. Weiter heißt es dort, immer noch wird ohne belastbare Daten die Behauptung geäußert, dass Kinder die Treiber der SARS-CoV-2-Pandemie sind und Schulen besondere Verbreitungsherde darstellen würden. Die extreme Zunahme der Fallzahlen bei den Schulkindern nach den Osterferien ist durch eine Änderung der Teststrategie bedingt, und die Infektionen sind in den Ferien im privaten und Freizeitbereich erworben und nicht in der Schule. Zitat Ende. Der Ausschluss, meine Damen und Herren, von Kindern vom Präsenzunterricht aufgrund deren Testverweigerung ist vor diesem Hintergrund völlig inakzeptabel. Die Hessische Ärztekammer fordert demgemäß, ich zitiere auch jetzt, Öffnungen der Schulen für alle Kinder sofort. Da die Schulen kein Risikobereich sind, sollte auch auf die erheblichen Aufwendungen für verpflichtende Schnelltests verzichtet werden. Auch hier Zitat Ende. Dem schließt sich meine Fraktion vollumfänglich an. Herr Kollege, Sie müssten zum Ende kommen. Herr Präsident, wir erwarten in dritter Lesung natürlich die dritte Ablehnung unseres Gesetzentwurfs. Meine Damen und Herren, und damit komme ich zum Schluss, dem Vorwurf, sich einmal einer verlorenen Generation Corona mitschuldig gemacht zu haben, werden Sie sich jedoch nicht entziehen können. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Scholz. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Ach doch, der Kollege Schwarz. Bitte, Kollege Schwarz und Kollege Promny. Herr Kollege Schwarz, bitte schön. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wie zu erwarten war, gibt es zum Gesetzentwurf der AfD keinerlei neue Erkenntnisse. Die CDU-Fraktion lehnt diesen Gesetzentwurf ab. Und ich verweise auf meine Ausführungen zur zweiten Lesung. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Nächster Redner ist der Kollege Promny. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Feststellungen des Kollegen Schwarz sind zutreffend. Es gab keinerlei inhaltliche Änderungen. Insofern kann ich auch feststellen, zur Vermeidung von Wiederholungen, dass ich auf meine Ausführungen vom letzten Mal verweise. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Promny. Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Dann sind wir am Ende der Aussprache zur dritten Lesung, und wir werden die Abstimmung dann im Abstimmungsblock vornehmen.